I ain't following no shit, bitch, I'm trying to be the GOAT. And we came over on ships, we ain't settling for boats, nigga. We just setting sail, smell the kelp. And I put it on the top, money over vibes, drop one flop, say nothing to a cop, it's the architect with the heart effect. I ain't never really had to hit the doctor check. It's a park with a spark in the arc connect. Fuck a spell check, nigga, I start correct. Taking off of my crusade, over half of my crew stay. Somebody gotta keep the order and make sure that them dudes pay. Laying with your chick, got a plane with a dick, and you niggas putting up goose eggs. Elvis Presley, Young King, I walk around in my blue suede. Oh, this shit sound like my arrival, nigga. Okay. You know I had to keep it tribal, nigga. Yeah. Kids don't sleep. We count money like you count sleep. Everything coming now. On my way to ground. Everything. Fuck a newbie, I'm a newbie. What you talking, bitch, I do this. Rolling Buddha on her booty. Man, I could've been a Buddhist. When I come through with that top off, they gon' treat me like a nudist. Flipping blocks and changing colors, I be stunting like a Rubik's dub. I was chilling in the Arabic. Rare as shit, now I'm fucking speaking Arabic. I sell out my leg, I had to up the price cause they know a nigga nice. It's hard to keep your word, man, that's my only vice. They feel me on proc, so I gotta say the checks, nigga. I'm just rapping, 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 rapping. How I turn into a mummy, I don't know what fucking happened. I went to the room, woke up in the tomb, and now I'm confusing the sun and the moon. My father's a sad, my mother's a sinner. You heard it from me, I'm a son of a goon. Gone. Kids don't sleep. We count money like you count sheep. Everything coming down. On my way to ground. Everything coming down. They don't make a sound. Yeah. Childhood shit. When everything was easy, you know? Yeah. It was 1997 in the summer, mama said, pack it up, we gon' move out west. We ain't have a lot of money, we just had a lot of hope. Like, fuck it, we gon' do our best. West Cali, I don't know. Young nigga, I was only about 8. I ain't know about the weed, I ain't know about the women, I ain't really know nothing about the state. Stumbled out the gate, I was falling off a roof. Every single night, we was laying in the stars. Never saw a name, we never saw a claim. We did it every day till we felt like they was ours. Till I had a rude awakening, waking up. But everything was cloudy. I ain't want it for myself, I just wanted the appeal of the feel of the people that surround me. Of doing shit while you young, then regretting shit when you old. So we just doing with everything, except what we was told. Cause all the gold ain't glitter, and all the glitter ain't gold. Sorry if I'm blunt, that's all that I roll. 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 All the gold ain't always gonna be glitter. And all the glitter ain't always gonna be gold. Gonna be gold. We just searching for a feeling that we can't find. All we want is a moment we can hold. Check.
I was younger, all I wanted was the Concords, hot s'mores with a coupe for the hot wheel. And now I got it, all I want is the encore, and set it off and Jada Pinkett to drop well. But I wear low, be in every home like Zillow. And if these niggas keep sleeping on me, I'ma drop my album with a pillow. H7, I remember Bubba Coolio. He the reason that I'm always in the stew. Cause one minute you surrounded by the groupie hoes, next minute you auditioning for movie roles. Damn, what a life, shit is trife. I'ma sign a deal, say thank you Vanilla Ice. Some get paid and others just pay the price. So when you wanna roll, remember to say the dice. I don't even take ecstasy, but these bitches calling me Poppy. Cause my future's so fucking bright, dog. That Oprah trying to adopt me. Cause all the gold ain't glitter, and all the glitter ain't gold. Sorry if I'm blunt, that's all that I roll. All the gold ain't always gonna be glitter, and all the glitter ain't always gonna be gold. We just searching for a feeling that we can't find. All we want is a moment we can hold. Sieh gut aus. Guck Discord, du bist kein Freund mehr. Okay, Moment. Was? Ja, Bruder, das ist richtig gut, dass du eine neue Mucke hast und neue Playlist, aber ich kann die nicht mehr abspielen im Stream. Übrigens, guten Abend. Und Hukulu, Merhaba und Tag und was geht? Kannst die ganze Mucke kannst nicht mehr abspielen, Giffy. Ist alles, kriegst du Ärger für. YDMCA Strike und so. War nie da, weil es verpasst ist, so. Meine 19 Uhr Liebling-Dates, Menschen. Geil. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Die Menagerie ist nur für Gäste. Ja, Mann, der Kurator, Junge. Das waren ganz wilde Zeiten damals. Hast du Gua? Nee. Ja, genau, Oma. Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier Chill, EDM. Was ist denn EDM-Nummer? Ist halt nicht so utz. Mixed Chiptune. Was zum Teufel ist Chiptune, Alter? Ambient, Synthwave, Epic, Holiday, Hype, Hippity-Hip-Hop, Happy, Pop, Rock, Upbeat, was ist ein Upbeat? Ja, hör mal, zieh die Kutte aus, du Wichser. Nick, Dankeschön für zweimal Gifted Sub. Einmal an die Community und einmal an Goofy. Lord Putzelbaum, danke für den Resub am 23. Und Bucky, Dankeschön für 5 Gifted Sub. Synthwave, sagen wir mal Synthwave einmal. Da sind echt ein paar gute Lieder manchmal dabei, aber die Mucke macht mich nervös, Oma. Geil. Hör den ganzen Tag wieder ICC-Soundtrack. Ja, aber Synthwave macht mich nervös, Mann. Diese elektronische Beats bringen meinen Körper zum Zappeln. Ja, geht schon. So halbe Dr. Disrespect. Glas umgefallen, Bass so hoch. Bisschen Russenmucke. Grüße, Crazy, Grüße. Ja, wo ist der Cat Jam, Alter? Nur Texel wieder. Oh, ja. Geil. Wie geht's euch? Wie geht's, wie steht's? Was machen Sachen? Gua Gua MPU, ja. Mahlzeit. Hallo, Matti. Oh, endlich Facecam. Ja, Mann. Bruder. Ich kann sogar tanzen, Alter. Guck, wie ich abgehe.
hatte Oma gemacht, das Bild. Für den Fregis-MC vom Junkie Bug. Schaut aus den South Pagala, nicht so. PS5 for free, ja, du kriegst for free einen Kick, Junge. Tschüss! Was geht? Hallo, wie geht's euch? Was machen Sachen? Wunderschön wünsche ich euch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe heute gar nichts gemacht, wie immer. Sachen machen Sachen, Verbrechen rechnen. Boah, der Dings hat aber auch gute Emotes, ne? Der Macke. Die sind auch hübsch. Unbesiegbar, fahren viel Glück. Versäule. Alles gut und selbst auch alles gut. Mir geht das gut, Junge. Hab heute WoW gespielt und Rainbow Six. Siege! Weil in Sachsen heute Feiertag war. Okay. Müde. Ja, war klar. Das wird sich hier, glaube ich, eh niemals ändern. Komm, im Chat, wo sind die Katzen? Ist so. Wo sind die Katzen, Alter? Ja, Mack hat echt gute Emotes. Also schöne. Ich muss auch mal überarbeiten lassen, Alter. Ohne Witz. Meine sind so 2017. Was machen wir heute? Ich habe eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich habe mich noch um gar nichts gekümmert. Ich habe nicht mal geschafft, meinen Windows zu aktivieren. Aber der Vater hilft mir heute Abend, hat er gesagt. Ich krieg das nicht hin, den Bums hier. Ist das hier Ronnys Popshow? Oh, das ist gut, das Lied. Also ein gutes Beat. Sehr, jetzt erst den Affe wieder mal wie zu dicht. Rumlecken? Geil. Ja, rinnende Olga. Gestern war egal, gestern war richtig gut. Ich werde das mal jeden Tag so, aber man kann ja nicht alles haben. Ach, eine Vater-Windows ist das. Also, der hilft mir nachher. Ich habe mich vorhin ein bisschen bei dem ausgeholt. Heute Abend Gespräch mit dem alten Fisch. Wenn der heute da ist, Alter, der war ja gestern gar nicht da. Habe ich dann so OOC mitbekommen. Gibt's heute Tommy's World Famous Chill Cheeseburger Notification Gang, we lit. Hat er das schon gemacht? Der hat doch jetzt ein Philly Cheesesteak irgendwas gemacht. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Leider noch nicht. Ich vermisse einen bestimmten Emote. Welches vermisst du denn, Raid Pose? Hat noch Bauchschmerzen von gestern. Ja, gestern war wild, Alter. Also solche Tage hast du, ne? Manchmal gehen storytechnisch viele Sachen ab. Manchmal ist es extrem lustig und auch ein bisschen asozial wie gestern. Und manchmal geht gar nichts. Aber dafür haben wir ja Geister und so, wenn gar nichts geht. Voll gut, ey. Jemand schon eine neue AMD-GPU geordert? Nee. Stay clean, watch your back, homie. Immer, Bruder, immer. Das habe ich mir heute angeschaut. Mega Hunger bekommen. Also eins muss man dem guten Moneyboy ja lassen. Also kochen kann er, ne? Das sieht immer gut aus, was der da macht. Wait, Pose, welches Emote? Wolltest du mir sagen, welches Emote? Tut, tut. Den dichten Affen. Aber passt das? Brauchen wir einen Stoned Ape Emote? Ich habe eigentlich daran gedacht, das nächste Emote sollte eine Pommes-Tüte sein. Und auf jeden Fall die Sub-Badges müssten geändert werden. Und auch für die Bits muss mal was kommen. Ich glaube, es ist aber auch nur du, Alter. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Aber Pommes auf jeden Fall. Die anderen klauen mir ja meine Emotes. Ah ne, obwohl Tache in der App ist von Johnny und Fraggle, aber Fraggle benutzt sie gar nicht. Das Emote Kutter aus. Ah, das wird sich aber, glaube ich, nicht lange halten. Was geht ab, Kokainchen? Hallo, Ben, guten Abend. Und Atze, guten Abend. Aber auf jeden Fall eine Pommes-Emote. Und vielleicht eine Geister-Emote. Guten Abend, Kölsch. Pommes ist gut, werde ich endlich mal bezahlt. Hallo Oma, ich bezahle dich immer mit Discord-Pommes. Und hundertprozentig die Sub-Badges, man, das gefällt mir gar nicht mit dem Regenbogen und so. Das OG bleibt, aber anderen Style auf jeden Fall. Und hundertprozentig was für die Bits. Ich habe 100.000 Kleingeld, was soll ich damit? Kommt da was? Ja, wir haben schon überlegt, aber mir fällt nichts Gutes damit ein, ehrlich nicht. Mir fällt da echt nichts ein.
Wir haben schon mal überlegt, das so zu machen, dass Leute, die, was weiß ich, 50.000 Kleingeld in den Channel werfen, dass die irgendwie bestimmen, ein bestimmtes Wort bestimmen können, was ich dann im RP benutze oder so. Oder an einer Aktion, aber das wäre Backseat Gaming vom Allergemeinsten. Das ist auch nicht so cool. Ich will auch auf dem Server, da muss ich bewerben. Kusch-MC-Mode muss her, nee, auch nicht. Wer ist der Pilot denn? Welcher Pilot? Das ist eine Rücker, Bruder. Wann kommt eigentlich das NASA-PC 2.0-Bild auf Twitter? Sobald die Sachen von Ikea da sind, Alpha. Ich muss hier noch ein bisschen umdekorieren und so, damit das ganze Setup komplett fertig steht. Weil ich will das perfekt machen, weil ich das nämlich bei Reddit auf Battlestations mal posten werde. Um zu gucken. Um ein paar Daumen hoch zu bekommen oder runter. Oder Ideen, was man noch verändern kann. Momentan sieht richtig chaotisch aus. Ich habe nicht mal Kabelmanagement wieder gemacht, weil ich ja den ganzen Rechner abgebaut habe und alles. Hallo Masel, Mese, guten Abend. 100k Points, keine Kippen für dich. Hau raus. Aber Katze muss auch aufs Bild. Für die Katze habe ich mir auch schon mal überlegt. Oder einen Sound aus Phasmo abspielen auf der Schreckenbasis. Aber im RP, das passt ja nicht. Das alte Keiko Stinks-Emote hier. Keiko Stenz. Das hat doch gar keiner benutzt, Oma. Wann haben wir denn mal so einen Tanz-Emote hier? Mr. Hetzer, vielen lieben Dank für den Reset am 13. Hukulu, alles gut dir? Ja. Und bei dir? Ja, wo ist Pumi Shapes? Wo ist dein Kumpel? Der war doch letztens hier, vor kurzem. Bei Moonlight kannst du für die Points ins Waschbecken strullern? Was? Ah, da ist doch Pumi. Und wenn du mit der Torte verheiratet bist, brauchen wir noch einen Keikos Family-Emote oder sowas. Ja, ein Kinderwagen. Eigentlich ein Cringe-Emote. Aber ich habe ja einen Cringe-Emote, ne? Das hier ist eigentlich für Cringe. Eigentlich ein Kinderwagen oder so. Auf was für ein Reddit? Battle Stations heißt der. Ich weiß nicht, wie man das auf Reddit nennt. Da posten alle ihre Setups und so Bilder davon. Das gucke ich mir so gut wie jeden Abend an. Und hol mir da Ideen und keine Ahnung, richtig geil. Da gibt's echt coole Setups. Haben wir uns auch mal im Stream angeguckt. Genau, danke Shapes. VRexZ, XVRexZ, Dankeschön für den Resub im 27. Ja, der echte Pume. Doublex, guten Abend und Paco, guten Abend und alle anderen auch guten Abend, die auch Hukulu geschrieben haben. Und Darkhaze, Dankeschön für den Prime im 3. Aua. Aber ich bin ja bei Stream Elements im Dream Team und der hat mir mal geschrieben, wenn ich Emotes brauche, soll ich dem anschreiben. Aber ich glaube, das machen die erst, wenn ich einen Donation-Button drin habe. Weil die da irgendwie, was weiß ich, 2% von den Sachen, die reinkommen, abziehen, so als Gebühr. Muss ich mal nachfragen. Ansonsten gehe ich einfach auf Fiverr. Ich könnte auch auf Twitter jemanden suchen, der Emotes bastelt, aber diese ganzen überprofessionellen deutschen Emotes-Hersteller, so, die haben eine Warteliste von 500.000 Stunden. Das dauert mir immer zu lange. Für 100k darf ich dich ärgern, wenn du böse bist. Nö. Ja, Jojang, ich hab heute Cameron. Ich glaube, ich lasse da doch Fiverr machen dann. Payne sollte es auch tun. Hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, also Real Talk jetzt, aber das sieht dann so hässlich aus. Aber ist auch irgendwie unique, wenn man so richtig hässliche Modes hat, ne? Kann die auf Paint umsonst machen. Nein, das geht mit Paint so nicht, Jungs. Obwohl, wir können ja mal testen. Ich kann ja mal Giphy fragen oder eins machen mit Giphy zusammen und da testweise mal hochladen. Um einfach um zu gucken, wie das aussieht. Weil dieses ganze Kappa-Gedöns und so, das ist, glaube ich, auch alles mit Paint gemacht, Alter. Oder Pepe. Alter, Pepe ist da auch mit Paint gemacht. Kannst du mir sagen, was du willst. Aber sieht verdammt gut aus. Der Affe sieht doch nice aus. Ja, aber das ist von der Oma. Das ist kein Emote. Wenn das klein wäre, wird man das gar nicht mehr erkennen, die ganzen Details. No Name, Dankeschön für den Mister im 3. Liebe zurück, Mann. Und Shears, Dankeschön für den Sub und herzlich willkommen. Jinxy, Dankeschön für den Resub im 29. Und Kuss und Pume, Dankeschön für den Prime im 20. Und herzlich willkommen zurück. Und Chappy, danke für den Prime im 17.
ihr Schwänze. Na! Das Fahndungsbild von letztens, als sie mord. Wie hieß das mit dem Setups nochmal? Battle Stations. Was laberst du? Das wird von der eh nicht, Junge. Der Ursprung vom Paper auf jeden Fall Paint oder sowas. Erzähl mich nix. Hallo New Luck, guten Abend. Und Merte, guten Abend. Musik bitte wieder an. Musik ist doch an. Doch, hä? Warum war die Musik aus? Sorry. Was für eine Taste habe ich gedrückt, dass die Mucke ausgegangen ist? Sorry. Gleich beim Griechen bestellen. Was empfiehlt ihr? Beef Techie, Mann. Oder, boah, wie heißt denn die Spießenummer? Oh, nee. Wie heißt denn die Spießenummer? Tatsache? Ah, jetzt weiß ich, welche Taste das ist. Genauso Flaky, Mann. So Flaky geht auch ab. Boah, voll geil. Mit Pommes. Oh. So Flaky auch gut. Funky, guten Abend. Pizza war ekelhaft. Tomatenreis? Mit Pommes, Tomatenreis, beste. Ich mag Reis nicht so, deshalb esse ich das immer alles mit Pommes. Schaschlik. So Flak ist geil, Alter. Und Beef Tech ist auch geil, Mann. Oh mein Gott. Ich mag griechisches Essen. Immer mit Metaxa-Soße, ja, Mann. Ja, Mann. Tomatenreis ist nichts typisch Griechisches. Egal. Solange ein Grieche macht, ist das griechisches Essen. Auch wenn der Döner macht. Aber auf jeden Fall in einem Pommes-Emote. Das sollte ja relativ easy zu machen sein. Schreib den morgen mal. Wenn nicht, gucke ich auf Fiber, aber die brauchen. Ja, okay, die brauchen nicht so lang. 1-2 Tage. Esse gerade Schaschlik mit Gemüse und Dürrenbrot. Auch gut. Döner auf griechische Art ist so. Bei uns gibt es einen Asiaten, der Döner verkauft. Ja, aber meistens schmeckt das überhaupt nicht. Null. Die ganzen guten Läden sind doch nicht bei Lieferheld und so. Die haben das gar nicht nötig. Obwohl jetzt schon. Momentan wegen Corona und so. Habe ich selbst gesehen, der türkische Restaurant, wo ich immer essen gegangen bin. Selbst das ist jetzt auf Lieferheld. Weil keiner mehr in den Laden kommt, um zu essen. Wer kennt's nicht, vietnamesische Schnitzel? Oder indische Döner? Oder indische Burger? Die werben dann so American-Style-Food und so und dann ist das so ein indischer Laden dann. Internationale Küche. Ich mag deine EP und deine Stimme muss immer heimlich länger wach bleiben. Warum denn heimlich? Bist du noch klein? Der Stream ist ab 18, mein Freund, ne? Und das Spiel ist auch ab 18. Du böser, böser Bub. Ab in der Eierbuff mit dir. Wir haben 7:30. Wochenende gibt's russische Grillspieß. Hab ich noch nie gegessen. Hehe, erwischt. Warum? Giffy ist 18. Seit 3 Monaten oder so. Wir waren alle damals nicht besser, ne, das stimmt. Wie gut, dass du einen Personal Griechen zu Hause hast, das stimmt. Der auch noch verdammt gut kochen kann. Giffy, du bist 18, nix, ist alles okay. Giffy war schon immer 18. Der kleine Rabauke.
wie der mich mit seinen 14 Jahren damals auf GTA Live gestreamsnappt hat. Ne, gar nicht. Moondai hast du gestreamsnappt, ne? Und dann hast du uns gefunden. Du Fanboy. No Name, Dankeschön für 100 Bits. Warum kam jetzt keine Anzeige dafür? Also Stream Elements macht manchmal aufwachsen wie Tipi. Komm Samstag zum Erstgehört, also ich bin schüchtern. Nur für 200 Bits? Ach stimmt, hab ich für 200 eingestellt? Das kann sein wegen Kingtronics, weil der immer reingeärgert hat. Ne, meine Mutter kommt immer rein und sagt, es ist zu laut. Ach so, okay. Also bist du unter 18, mein Freund. Ich war auch vor 18 hier, hätte ich das gewusst. Und das gibt nichts. Sorry, No Name, und trotzdem danke. Ich hatte da mal umgestellt wegen Kingtronics, weil der mal reingetriggert hat, um zu ärgern. Mit seinen Bits, Ben. Ich bin 17, du bist nix, bist du Riemchen. Ich bin auch erst seit 2 Wochen 18. Hallo. Naja, Tronix hat manchmal auch richtig reingehauen, immer mit 200, 300 Bits. Oder 100. Aber dann nicht einmal, sondern 50 mal hintereinander. Hallo, Bad Boy Mark. Guten Abend. Danke schon mal bei Weezy für sein gutes Medic AP gestern. Zum Glück noch unter 30. Ach, Alter, ist doch nur eine Zeit, Mann. Zeit ist relativ. Prapla, dankeschön für den Zap und herzlich willkommen. Ich fange an, mich maximal alt zu fühlen. Echt? Ach, Quatsch. Ja, Weezy, seit wann zockst du auf Unity und machst Medic Pommes, Alter? Ich hab mich gestern richtig gewundert. Hallo Max. Ne, ich bin 18 und muss leider noch zur Schule. Sei froh, dass du noch zur Schule musst. Schule ist chillig zu dem, was danach kommt. Trust. Warum holen alle das Messer raus? Hä, Weezy, gib doch mal zu. Hallo Chrissy. Chrissy. Sei echt froh, dass du noch zur Schule musst. Und gib dann richtig Vollgas in der Schule. Das wird dir später richtig viel helfen. Ich vermisse Schule auch. Mann, Beste. 10 Uhr ist Pause und so. Hätte ich das vorher gewusst. Sieh dich gut aus, du Wichser. Werdet ihr alle Influencer. Ja, ja. Vermisse nicht die Schule, aber die Pausen, sag ich doch. 2K voll aus auf Insta, ich bin Influencer. Real Talk, ich habe von einem... Letztens auf Instagram die Ex-Freundin von einem Kumpel von mir durch Zufall gefunden. Die hat irgendwie so 70.000 Follower auf Insta. Und durch eine andere Freundin habe ich erfahren, die mit ihr Kontakt hat, dass sie rum erzählt, sie wird ja wirklich durch Zufall. Ich habe so geguckt mit dem Curtis-Account nach Real-Life-Freunden und so ein Shit. Dann habe ich mich ein bisschen da durchgeklickt. Hä, was labert ihr? Ist doch egal. Auf jeden Fall habe ich noch mit einer anderen Freundin Kontakt und sie hat ihr erzählt, dass sie Placement-Anfragen von Nike und sowas bekommt mit 70.000 Followern auf Insta. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und ich bin dann mal so ein bisschen drüber geflogen und die macht so Werbung für lokale Tattoo-Studios maximal. Da habe ich mir auch so das gedacht, was Riebschek hat gesagt, hat jeder mit ein paar tausend Follower, die man sich auch erkaufen kann. Weiß gar nicht, wie teuer so ein Kack ist, Alter. Denkt, der wäre der übelste Kim Kardashian-Shit. Ist richtig lustig. Wie Oni auch immer nur durch Zufall bei Twitter rein simmt, der Oni simmt überall rein, Junge. Was geht, Ivan? Und danke für den Resub 2, Bruder. Alter, hau den, du. Mit gefällt Schülerausweis in der 7. Klasse den Kioskbesitzer verarschen kippen. Bartwuchs regelt alles. Boah, Bruder. Da habe ich auch noch ganz, ganz düstere Erinnerungen in der Berufsschule. Ich hatte voll viele in der Parallelklasse und auch in meiner Klasse, direkt bei uns gegenüber von der Berufsschule, war so ein Netto. Junge, die sind immer mit 30 Mann richtig asozial, Alter. Die sind immer mit 30 Mann da reingestimmt in eine Pause, Alter, und haben geklaut und so eine Kacke. Und das war so krass, dass das Netto sich später dann Security geholt hat. Ekelhaft. Bruder, einer aus meiner alten Klasse hat 6K auf Insta und macht auf größte Influencer. Soll ich meine Kooperation vorstellen? Dann hype die zwei bei unser Placement und dann ist das Placement 20 Euro statt.
Ja, aber von nix kommt nix, ne? So, lass die Leute, das ist jetzt auch kein Hate an die gewesen, dass die sagt so, ja, ich hab Nike-Placements oder so Shit. Oder Angebote. Aber lass die Leute doch einfach ihren Traum leben oder daran arbeiten. Wer weiß, vielleicht knallt das irgendwann. Vielleicht haben sie Glück. Wo warst du? Ne, ich war Robert Bosch in Hamburg. Was geht ab, Fletcher? Bei uns war es der Schlecker, der da noch zugemacht hat, weil viel zu viel geklaut wurde. Er ist asozial. Ne? Das ist wie BKS. Wir haben zwei Schulen nebeneinander gehabt und die hatten immer Krieg miteinander. Wurde so weit getrieben, dass die eine 15 Minuten später Schulanfang an. Das erinnert mich an die Grundschule, als Pokémon-Karten damals rauskamen, Alter. Dann gab es auch auf dem Pausenhof so übelst den Krieg, Alter, wegen Pokémon-Karten. Weil die sich alle gegenseitig abgezockt haben und so. Wo warst du, Johnny? Auf Friedrich Albert Lange? Gibt's schon was Neues von Effect Energy? Nein, gibt's noch nicht. Habe ich sogar vorhin noch mal im Teamspeak drüber gequatscht mit den Jungs und noch mit Max und so. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich das überhaupt machen soll. Ich habe halt gerade echt momentan einen Struggle mit mir selber, was das betrifft, weil ich da so unerfahren bin. Aber eigentlich müsste ich das, was ich mir vornehme, einfach machen. Und wenn es nach hinten losgeht, dann mache ich die Erfahrung und nächstes Mal mache ich es besser. So anders lernst du ja eh nicht im Leben. In der BK West war ich in Essen. Ach so. Yu-Gi-Oh! Bei uns damals. Bei mir war das mit Pokémon-Karten, kann ich mich noch genau dran erinnern. Die haben sich alle auf dem Schulhof gegenseitig abgezogen und so. Da gab es sogar so richtige Betrüger, Alter, die haben diese alten Telefonzellenkarten. Kennt ihr die noch? Man hat ja mal so Wandschmeißen gemacht. Die Karte, die am nächsten an der Wand ist und so, hat gewonnen und dann konnte man die Karte von dem anderen einfach nehmen. Und da gab es so übelste Betrüger, die haben so alte Telefonzellenkarten da drunter geklebt, damit die schwerer ist und weiter fliegt und so ein Kack, Alter. Da gab es richtig Beef. Bis das verboten wurde, die Karten mitzubringen zur Schule. Mir hat damals in der Grundschule einer mal mein glitzerndes Macho mal geklaut. Boah, hab ich den verdroschen. Ich hab auch mal mit einem, boah, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ey, keine Ahnung, man, frag mich nicht. Auf jeden Fall habe ich mit einem Nappas-Kind getauscht und das war so, der war schon 18 oder so, Alter. Und da ging es auch um ein glitzerndes Macho-Mai. Und der hat mich voll über den Tisch gezogen. Später meine Freundin mir erzählt hat, die Karte voll selten war, weil die geglitzert hat und so. Da habe ich so lange Palaver gemacht und so lange geweint, bis meine Mama seine Mama angerufen hat. Und dann musste der die Karte wieder bringen und zurücktauschen. Der Wichser hat die aber vorher zerkratzt extra an der Seite mit dem Schlüssel. Boah, war ich wütend auf den, Alter. Ich war richtig wütend. Und traurig. Ich habe echt geweint. Ich kam damit nicht klar, dass ich beim Tisch gezogen wurde. Aber ich hatte endkrasse Karten, Mann. Ich weiß, dass ich 3 Gloraks hatte. Würde mich mal interessieren, was die heute wert wären. Wahrscheinlich gar nichts, weil die alle zerkratzt waren. Ich hatte die auch nie in eine Hülle gepackt und so. Das habe ich später gemacht. Cracker, danke für den Prime am 11. Und No Name X, danke schön für den Gifted Sub an No Name, an den Angler No Name. Ich hab noch Groschen in der Telefonzelle gebraucht. Und jetzt ziehst du uns über den Tisch, indem wir hier subben. Hallo? Wen zwing ich denn hier zu subben? Glurak-Anfänger, ich hatte Mewtwo. Gab es den überhaupt schon? Weiß ich gar nicht. Ich hatte auf jeden Fall 3-mal Glurak. Einmal Deutsch und 2-mal in Englisch. Ich bin immer auf so Wochenmärkten gegangen und hab da getauscht. Ich war immer das traurige Kind, was du alleine mit Magic-Karten da hast. Wer von euch hatte die Mew-Karte aus dem Kinofilm? Die hatte ich auch, Mann. Ich habe meine besten 20 Karten damals in der Hose vergessen und wurden mitgewaschen. Ach du Scheiße, Junge. Mein Kumpel und ich haben in der 3. Klasse für Metall-Beyblade zusammengelegt und haben hinter der Turnhalle abgezogen mit den Plastikdingern. Alter Bruder, soll ich dir mal eine Geschichte da... Oh mein Gott, das ist... Da merkt man dann, wie bescheuert ich eigentlich in der Biene bin. Weißt du, ich hatte auch einen Beyblade. Aber auch aus Plastik, aber innen drin war so. Weiß ich nicht, was da drin war. Schweres Metall. Junge, ich hab die, so bekloppt wie ich bin, habe ich die Seiten warm gemacht mit einem Feuerzeug. Und ich hab da Rasierklingen reingemacht, Alter.
Dann habe ich das Ding immer gegen den Baum geschleudert und ist da drin hängen geblieben, wie so ein Ninja-Stern. Junge, ich war richtig wild. Immer richtig getrickst. Ich hatte die Mew-Karte mit irgendeinem Kacketosch gegen 10 andere Karten. Ich habe auch Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt und habe damals mein komplettes Deck, keine Ahnung wie viele Karten das waren, gegen das letzte Teil von Nexodia, was mir gefehlt hat. Ich glaube, das war der rechte Fuß, das rechte Bein. Habe ich alle meine Karten außer meine Exodia-Dinger verabgegeben, damit ich den komplett habe. Und dann sind die irgendwann verschwunden. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Naruto und Beyblade in den Mund. Ich war wild, Mann. Ich hab das gemacht. Beyblade, Alter. Oder kennt ihr noch diese Gogos? Da haben wir immer auf der Tischtennisplatte mitgezockt in der Schule. Musste man gegenseitig abwerfen. Von der Tischtennisplatte runter. Oder diese komischen... Boah, wie hießen die denn nochmal? Diese runden Dinger, diese Plättchen, wo Bilder drauf waren. Von Power Rangers und so. Die konnte man in so einer Dose reinmachen. Ich glaube, die gab es immer bei Kaugummis dabei oder so. Die habe ich auch gesammelt, wie so ein Bekloppter. Genau diese Caps, Alter. Da gab es ja alles von. Jetzt fühle ich mich alt. Hallo Fate X. Nee, das waren Dings. Caps hießen die. Gogos waren sick, ja, Mann. Der rechte Fuß der Exo, der liegt im Junkie-Pack auf dem Klo. Oder Jojos, Mann. Mann, du warst der Killer, wenn du ein Jojo hattest mit Leerlauf. Oder Tamagotchis und Furbys und so eine Scheiße, Alter. Ich hab die 30 schon geknackt, die waren, ja. Ich bin echt alt, oh mein Gott. Oder das erste Mal PlayStation 1 gezockt. Mit Tomb Raider. Da habe ich versucht, immer den Dings abzuknallen. Diesen, wie hieß der? Diesen Butler von der im Haus. Der hat immer sein Schild hochgehoben. Man konnte ihn nicht abknallen. Dann habe ich den immer in den Dings reingepackt. In diese Tiefkultur. Habe ich den immer reingelockt und eingesperrt. Oder Tekken 3, ja, Mann, Alter. Eddie Kudo, Junge. Oder Yoshimitsu. Aber das geilste Spiel war Metal Gear Solid. Da hatte ich immer so Schiss, da zu zocken, ne? Wenn ich da rumgerannt bin und mich einer entdeckt hat, dieser Sound war immer so laut und diese Mucke und so. Alter. Mein großer Bruder hat das dann durchgespielt und dann hatte man den Stealth-Anzug. Dann habe ich das auch alles geschafft. Metal Gear Solid war richtig wild, Alter. Resident Evil habe ich auch gespielt, aber das fand ich nicht so gut. Ich kam da mit der Steuerung gar nicht klar. Und ich hab mich auch immer erschreckt. Besonders bei den Mistviechern, die aus der Wände gekommen sind und so. Ja, danke, Pexen. Ich guck später. Gehört das jetzt hier von gestern, oder? Mortal Kombat war auch gut. Ich weiß mal, da saß ich bei meiner Tante und bei meinen Cousins war ich zu Hause und hab bei denen Resident Evil gespielt. Und da kam meine Tante ins Zimmer. Ich war so voll der kleine Scheiße, Alter. Dann hat die mich gedisst und hat mich gefragt, was machst du denn da? Weil ich die ganze Zeit da im Kreis gerannt bin und so, weil ich das Spiel nicht gecheckt habe. Die Erinnerung habe ich heute noch, keine Ahnung warum. Bei Tekken und so habe ich auch immer nur einen Knopf gedrückt und meistens gewonnen. Crash Bandicoot habe ich auch gezockt, boah. Oder Mario, Mann, auf N64 mit den Sternen sammeln, die ganz kacke. War echt wild. Bis Oddworld oder Odyssey habe ich nicht gezeigt. Wir werden echt alt. Aber ist doch nicht schlimm. Voll gut. Würde mich mal interessieren, was die Oma so gespielt hat. Schwarz-Weiß-Fernsehen noch. Super Nintendo vorher erstmal in die Kassette pusten auch, Alter. Boah, Super Nintendo auch gezockt. Das waren echt wilde Zeiten. Was war bei euch das erste Computergame, was ihr gespielt habt? Ich glaube, bei mir war das... Counter-Strike 1.6 war bei mir das erste. Nee, gar nicht. Oder? Nee, ich glaube Sims, Alter.
Ich glaube Sims. Oder Age of Empires, stimmt. Gab es bei Age of Empires, gab es da nicht so einen Modus, wo du die ganze Zeit alles spawnen konntest, ohne dass das was gekostet hat? Ich weiß, dass ich glaube Age of Empires war das. Ich habe irgend so ein Spiel gespielt und dann habe ich auf der linken Seite ganz viele Einheiten gespawnt und eine Dings gebaut. Irgendwelche Sachen hingebaut und auf der rechten Seite auch und dann habe ich die gegeneinander kämpfen lassen. Weiß auch nicht warum. GTA Vice City in der Türkei in einem Internetcafé. In Vice City bin ich immer in diesen Nachtclub gegangen und habe alle abgeknallt. Ich weiß, was habe ich denn? Ich glaube Sims 1 oder so habe ich gezockt und dann 1.6. Ich weiß auf jeden Fall, dass Lineage 2 mein erstes MMO war. Das habe ich mit einem Kumpel gezockt. Und ich weiß noch, da hat mein Computer so schlecht, weil ich hatte eine Grafikkarte, da war nicht mal ein Kühler drauf. Weil es das da überhaupt zu der Zeit überhaupt schon gab. Ich hatte auf jeden Fall übelst einen schlechten Computer, aber ich habe Lineage gezockt. Auf so einem Privatserver mit einem Kumpel zusammen. Und der hatte einen anderen Freund und die haben Exploits gefunden. Die konnten da die ganzen Worldbosse oder allgemein die ganzen Bosse, diese Drachen und so, konnten die one-hitten. Und ich saß immer in dieser Stadt, ich glaube, die hieß Eden oder so. Und war der komplette Noob, ich hatte keine Ahnung von dem Spiel, hatte aber auf dem Server das meiste Gold. Weil ich einfach immer mitgelaufen bin, als sie die Bosse gewonnen haben. Und ich bin gar nicht auf die haben die Items dann fallen gelassen und so. Und ich bin gar nicht auf die Items gegangen, ich habe das ganze Gold aufgehoben. Rollercoaster Tycoon, stimmt, habe ich auch immer gezockt. Boah, Rollercoaster war fett, Mann. Und ich habe meinen älteren Bruder immer gern zugeguckt, wenn der gezockt hat. Diablo 2 und solche Sachen. Und später dann World of Warcraft und dann war ich am Arsch, Alter. Dann, Junge, als ich das gesehen habe, WoW. Der hat Allianz gezockt, als ich da so einen Nachtelf gesehen habe, der gesprungen ist und im Sprung Salto gemacht hat. Da habe ich mich verliebt. Da war ich komplett gefickt, Junge. Da war ich so gefickt, Alter, als ich das gesehen habe. Boah, Junge, Junge, Junge. Der ist auch ein Suchti, ach, jetzt Maul, Junge. Du weißt noch unsere LOL-Zeit, Alter, das war auch wild. Ich habe immer Support gespielt in LOL. Ich glaube, da kam das gerade erst raus. Ey, WoW hat mich so in... Ey, ohne Witz, Alter. Boah, Junge, Junge, Junge. Mich hat auch kein Spiel jemals wieder so gepackt wie dieses Kackspiel, Alter. Alter. Zock jetzt mal eine Runde League. Nee, nee, nee. Damals war es doch der coolste, wenn ihr deinem Vater alle PS1-Spiele brennen konnte. Und eine ganze Ladung von gebrannten Spielen hattest. Ja, die hat man sich ja damals so unter der Hand besorgt, ne? Weiß ich auch noch, Alter. Wir hatten einen Nachbarn, einen Erwachsenen, der Internet hatte, der hat auch immer Musik-CDs gemacht. Da bist du dann hingegangen, den hast du, weiß ich nicht, 5 Euro gegeben und hast ihm gesagt, welche Lieder du haben willst und der hat die dann runtergeladen und auf CD gebrannt, Alter. WoW habe ich wegen dir und Jammo damals angefangen. Ich habe Jammo auch richtig in die Sucht getrieben bei WoW. Ich habe immer zu dem gesagt, komm, zock das. Und der meinte so, nein, das ist voller Gummi, wäre ein Spiel voll scheiße und so. Dann war ich eine Nacht, ein Wochenende mal bei dem mit dem Laptop und habe gesagt, komm, wir zocken jetzt, Junge. Und dann kam der nie wieder davon los. WoW killt, Alter. Ich spiele WoW seit 16 Jahren, habe mit 26 angefangen, bin jetzt 42, bin noch genauso süchtig wie am ersten Tag. Warte, sehen sich aufs Addon. WoW fickt dich, Alter. Ehrlich. Da musst du echt aufpassen. Ich meine, mittlerweile, glaube ich, macht das nicht mehr so süchtig, wenn man jetzt anfängt. Aber zur damaligen Zeit so, ach, das Spiel ist ja jetzt schon 16 Jahre alt. Hallo, Mann. Alter Schwede. Cracker, Dankeschön für den Prime 11. No Name, Dankeschön für 100 Bits. Und Crow, danke für den Prime 6. WoW kann ich echt zerstören.
Und irgendwer kannte wiederum jemanden, der einem dann die Playstation gestippt hat. Ja, ja, du konntest ja sogar auf dem Markt Spiele kaufen bei diesen, bei den Türkenständen. Die meistens immer so Laserpointer und so verkauft haben und Batterien und so. Wenn du danach gefragt hast, Mann, da hast du auch richtig gute Software erst bekommen. Oder Playstation-Spiele gebrannte. Man musste nur wissen, wo man fragen muss. Richtig gut. Wusstest du, dass so Classic Beta und Classic Anfang Eisenschmiede zweistöckig war? Nicht zu Classic Anfang. Das war in der Alpha noch, Heidi. Und Under City und so war auch zweistöckig. Das haben die aber später entfernt, weil die Leute sich da verlaufen haben. Ich habe früher mal Xbox-Spiele aus der Videothek ausgeliehen. Alter, boah, Bruder, Videotheken, Alter. Ich bin als Kind so gern, wenn mein Dad oder so gesagt hat, wir gehen jetzt in eine Videothek, eine VHS ausleihen, einen Film oder so. Ich bin immer so gerne mitgegangen, weil ich dann in die 18-Plus-Abteilung durfte. Jetzt keine Schmuddelfilme, sondern wo die Horrorfilme und Actionfilme waren und so. Und die hatten immer diese detailgetreuten Actionfiguren da stehen. Von Resident Evil und so ein Quatsch, Alter. Und die gab es nur in dieser 18-Plus-Abteilung. Und manchmal konnte ich meinen Dad überreden, hat er mir eine gekauft. Weil ich habe extrem gerne mit Actionfiguren gespielt, als ich klein war. Irgendwie dachte ich, die übelsten Monster, Alter. Ich stand voll auf den Scheiß. Und dann heimlich zu den XX gelaufen, Cover gegeiert. Ne, da habe ich mich immer geschämt. Da ist dein Dad dann rein in die dreckige Ecke. Nee. Die war ja dann in so einem separaten Raum. Genau, siehste, sag ich ja Multipass. Boah, Videotheken waren auch geil, Alter. Gibt es überhaupt heute noch Videotheken? Ich habe immer die Filmposter bekommen. Das stimmt auch, Alter. Die hatten immer diese riesen Pappaufsteller und so. Boah, ich wollte die mal haben, die Scheiße. Da gab es auch mal von Bruce Lee so einen Pappaufsteller. Den wollte ich mal haben, weil ich Fan von dem war. Und mein Bruder auch. Haben wir nie bekommen. Ja, Online-Videotheken, ja, schon klar. 3 Spiele ausleihen, brennen wieder zurück wegen. Was wäre wir ohne Videobuster gewesen? Und Jackie Chan, ja, Mann. Drunken Master. Ja, das waren noch echt geile Zeiten. Da hat man am Wochenende auch noch so Familienfilmabende gemacht oder so ein Quatsch. Da ist man noch zur Videothek gefahren. Aber eine Sache gibt es, die ist unübertroffen als Kind. Ich habe es geliebt, nach Toys R Us und so zu gehen, ne? Wenn ich mir irgendwas zusammengespart habe, um mir irgendeine neue Figur oder so zu kaufen, boah, ich habe es geliebt, da reinzugehen, Alter. Vor allem in die Abteilung dann für Jungs ganz hinten so durch, wo die ganzen Ninja Turtles und so standen. Junge, ich habe mir immer ausgemalt, so, boah, irgendwann hole ich mir das noch und das noch und das und. Boah, Bruder. Oh mein Gott. Toys R Us und so, oder Intertoys und wie die ganze Scheiße hieß. Wir hatten sogar in Duisburg hier einen Laden, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit Braun. Das war so ein ganz versteckter Insider-Laden, Alter. Wie der überlebt hat, weiß ich auch nicht. Die hatten so eine ganze Lagerhalle. Ohne irgendwie komische Werbung wie bei Toys R Us, ohne dass alles bunt ist und so. Und die hatten Spielzeug schon gehabt, was erst 2 Monate später bei Toys R Us und so hingekommen wäre. War so richtige Insider, Mann. Da bin ich, boah, ich hab das geliebt, da hinzugehen. Ich habe damals auch noch diese Zeitschriften von Toys R Us oder so mitgenommen oder die waren in der Post drin. Dann habe ich die mal durchgeblättert und lag bei mir oben im Kinderzimmer auf dem Boden und habe mit meinen Actionfiguren gezockt. Und habe die Zeitung da mal durchgeblättert, um zu gucken, was ich mir als nächstes kaufe oder auf was ich als nächstes spare. Und habe die schon so in meine Story mit eingebunden, diese Figuren, die ich noch gar nicht hatte, Alter. Scheiße. Das waren echt geile Zeiten, ne? Kennst du noch die Show, wo man am Ende alles in den Einkaufswagen kloppen konnte? Boah, ja, Mann, super RTL lief die, glaube ich, ne? Hört mich mal jemand andere Mucke an. Ich weiß genau, was du meinst. Bei Toys R Us, wo man als Kind mit dem Einkaufswagen da durchrennen konntest und konntest alles reinschmeißen, durftest alles am Ende behalten. Ey, Junge. Gibt es immer noch die Show? Echt jetzt? Wo läuft die? War nach Pokémon süchtig und dann WoW. Ja, ich glaube, jeder war Pokémon-süchtig. Ich war auch immer neidisch auf die Kinder, die da durchrennen durften.
Junge, ich hätte so ein ganzes Regal hinter mir hergezogen, Alter. Ich hätte Kräfte entwickelt, Alter, die nicht für möglich gehalten wären. Hätte ich da durch die Ziellinie da geschleppt, Alter. Ich glaube, das hat sich jeder vorgestellt, Daynight. Super RTL. Boah, es gab doch auch diesen, wie hieß denn der? Ach, das war das doch mit dem durch Deutsche Astrennen. Vorher mussten doch so zwei Kinderteams gegeneinander antreten. In irgendwelchen Minispielen und so. Das mit den Eiskloppen, mit dem großen Hammer und so ein Scheiß. Und die Gewinner davon durften dann da durchrennen. Wie hieß denn die Nummer? Das war richtig geil. Ich habe auch, ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war, Alter. Wir hatten irgendwann mal Premiere. Das ist ja dieses alte Sky, glaube ich. Sowas wie Sky, nur Premiere hieß das damals. Und da gab es immer den Disney Channel und da gab es immer eine Show, die hieß Live for Five oder so. Das habe ich mir auch immer reingezogen, Alter. Und später kam dann Dragon Ball Z, ne, im Live-TV. Da war sowieso Ende. Was gibt's noch auf Super RTL? Live for Five? Und dann kam später Dragon Ball Z und der ganze Quatsch, Alter. Und dann hast du dir eine Dragon Ball Z-Folge angeguckt und die sind da übelst am Fighten, Junge, und er holt gerade zum Kamehameha aus oder so und dann ist die Folge vorbei. Und dann sagen die, schalten sie morgen wieder ein. Boah, hat mich das aufgeregt. Ich war Mitglied im Tigerhelden-Club, überbiete das mal. Ich habe bei diesem Live for Five gedönst, da konnte man immer anrufen, dann das war sogar kostenlos. Dann konntest du live mitspielen, da bin ich sogar mal durchgekommen und konnte live mitspielen. Da habe ich einen Disney-Channel-T-Shirt und so einen Quatsch und einen Rucksack und so gewonnen. Da war ich ganz klein, Alter. Da hat meine Mama sogar noch meine Oma angerufen und hat gesagt, mach Premiere an, geh da auf den Dings. Der Dennis spielt da gleich mit und so. Ja, und dann kam man irgendwann in die Pubertät und dann ganz andere Schiene gefahren. Da hat mich gar nichts mehr interessiert davon. Damals als RTL 2 noch brauchbar fürs Leben. Dragon Ball Kickers, ja Mann. Was läuft denn heute? Oder Disneys große Pause und so ein Quatsch. Oder das High School Security Team mit Fillmore. Was läuft denn heute im Fernsehen? Ich weiß das gar nicht, so Kinderserien. Nur noch Drogen und Weiber. Kampf gegen Freezer war übelst anstrengend. Und gegen Cell auch, Mann, mit dem Turnier. Ich glaube, heute läuft nur noch Scheiße, ne? Oder wie hieß nochmal diese Kinderserie mit diesen Rockermäusen? Oder diese komischen Haie, die Boxhandschuhe anhatten, Alter. Junge. Da hingen wir alle vor der Flimmerkiste. Oder PB und Jay Otterman mit dem Köpfchen-Tanz, Junge. Biker Mice from Mars, genau. Oder Arnold mit dem... Ja, genau. Hey Arnold, Alter. Oh mein Gott, ich hab so Bock, das zu gucken jetzt, Alter. Ich schwör, mein Gott, wenn ich jetzt nicht streame, ich würde sofort ins Bett und würde mir die alte Scheiße reinziehen, Alter. Hab ich da Bock drauf, Junge. Oder Dino ist auch gut, Alter. Hab ich auch geguckt. Kickers, Mann, wo die immer so fest den Ball geschossen haben, dass der Typ den kaum halten konnte. Dass er sich, obwohl er den in der Hand hat, immer nur gedreht hat über 5 Folgen. Und der dann voll erschöpft danach war, als er den Ball dann fallen gelassen hat. Weil der Schuss so anstrengend war, so hart war. Junge. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn, aber dann war das Geilste. Oder aus diesem Teufelsteam von Kickers, Alter, die immer eine Dings hoch am Tor hochgesprungen sind, um in 5 Kilometer Höhe einen Fallrückzieher zu machen, Alter. Der so heftig war, dass die ganze halbe Welt explodiert wäre, wenn der durchgegangen wäre. Der Teufelsdreier, Junge. Teufelsdreier, den Begriff sieht man heute ganz anders. Das Schlimme ist, dass man den heute schon anders sieht, selbst wenn man 13 ist. Meine Serie war damals Star Sheriff. Wilde Kerle habe ich nie geguckt. Ich habe die Vorstadtkrokodile geguckt, Alter. Das hat man sogar in der Schule, glaube ich. Eine Grundschule.
die Geschichte davon. Genau wie Fu und Farah und Papageno und so einen ganzen Kack. Hallo Big Daddy. Oder wo der Keeper sich um auf die Latte stellt und die Augen zumacht, um den zu halten, weil er hört, woher der Schuss kommt. Das stimmt, weil die immer so... Junge, das hat absolut keinen Sinn gemacht, aber das war das Geilste. Danach hat man sofort den Ball genommen, nachdem man das geguckt hat, und ist direkt auf die Fußballwiese gerannt, Junge. Genau wie man sich immer geprügelt hat nach den ganzen Jackie Chan-Filmen und Bruce Lee-Filmen und so. Wenn man sich da irgendwie Drunken Master oder so reingezogen hat, Junge. Mein Bruder und ich immer. Wir haben uns den Scheiß reingeguckt, Junge, und dann sind wir ins Ehebett gesprungen und haben da gekämpft, Alter. Und sind auf eine Matratze rumgesprungen und so. Das ging sich ins Gesicht gehauen und so ein Scheiß, Alter. Junge, Junge. Das sind echt wilde Zeiten gewesen. Was ist das für ein Lied, Junge? Ruhe. Ach, Tag, Kürbsen. Fu und Farah. Das lese ich nicht vor. Du Arsch. Junge, bei mir lief Nils Holgersen. Wer ist denn Nils Holgersen? Disneys große Pause war auch immer geil. Ja, immer Boiler rein, mein Bruder. Ach, Bruder, was meinst du, mit meinem... Ey, was mein Bruder alles mit mir gemacht hat? Später dann, als wir älter wurden, als er seine erste Freundin hatte und kein Spielkamerad mehr war und ich war nur so ein kleiner Pisser, da wollte der nicht mehr mit mir irgendwelche Autos spielen oder so. Da hat er seine erste Perle gehabt, Junge. Da hab ich den immer geärgert und hab die geärgert, wenn die zu Besuch war, seine Freundin. Ich bin 30. Da hab ich den immer richtig gestresst und an seiner Tür geklopft und so, und die waren am Knutschen da drin. Der hat mir mal, wir hatten so eine Dings, wir haben halt in einem Haus gewohnt, dann gab's eine Treppe, logischerweise, und der hat mir mal Murmeln hinterher geworfen, als ich die Treppe runtergerannt bin, Alter. Da hab ich die ganze Treppe runtergeklatscht. Aber der hat Ärger bekommen, der Wichser. Ich hab's immer bekommen, Alter. Ich hab immer Respektschein bekommen, weil ich immer ein frecher Wichser war. Ja, klar gab's bei uns eine Treppe, Körbs, und bei dir gab's einen Aufzug. Weil du die Treppen nicht laufen konntest. Ich hab immer bekommen, in die Fresse, Alter. Aber ich hab das auch immer verdient gehabt. Deswegen bist du also heute so, genau. Ich bin mit meinem Bruder durch die Glastür gesprungen, weil er mir mein Zeug geklaut hatte. Ja, das ist bei mir nie passiert. Dafür war mein Bruder zu dumm für sowas. Aber war schon geil, war echt geil. Auch mal in den Schuh gekackt? Nein. Hallo? Was labern? Heißt Teig und geht um. Ach, wer guckt sich denn Volleyball-Dings an, Bruder? Ja, hör mal. So, ich meine, so eine Duftkerze, dann gehen wir mit dem Pimmes ab. Ab geht's, Junge. Mein Bruder und ich haben immer in einem Raum geschlafen. Wenn ich ihn tagsüber geärgert habe, hat er mich abends immer gehauen und richtig gemobbt. Ja, ja, ich habe auch immer Schuhe abbekommen und so. Ich habe auch mit meinem Bruder in einem Raum geschlafen. Wir hatten ein Zimmer zusammen. Da sind auch manchmal Schuhe rübergeflogen oder Matchbox-Autos oder so. Weil ich die Fresse nicht halten konnte, weil ich den immer geärgert habe, Junge. Oder ich habe immer so laut Palaver gemacht, sodass mein Dad dann hochgerufen hat. Und habe dann immer alles auf den geschoben und so. Schon eine richtige Ratte. Der und sein bescheuerter damaliger bester Freund, was der ältere Bruder von meinem besten Freund war, die wollten auch mit uns immer Fußball spielen, nur um uns zu faulen, Alter. Da mussten wir gegen die Großen immer Fußball spielen, hatten keine Chancen, die haben uns immer weggegrätscht und so. Werde ich dem nie vergessen, Alter. Dreckiger Penner, der. Aber egal, wenn er mir wehgetan hat, habe ich den verpetzt bei Mama. Dann hat er Ärger bekommen. Oder ich habe seine Sachen geklaut und die vergraben im Garten oder versteckt. Natürlich bei Mama. Du warst quasi genauso wie jetzt in-game, genau. Das wird sich niemals ändern.
Ich finde das immer voll geil, an die Vergangenheit so zu denken und an so schöne Sachen auch zu denken, weil dann fällt einem immer was ein. Ich sehe, wenn ich darüber nachdenke, sehe ich so richtig in meinem Leben so die Kurve, wo alles so unbeschwertes Leben, wo dann alles so ein bisschen abgedriftet ist, Alter. Und dann auf einmal eine ganz neue Erfahrung gemacht habe im Leben. Wo ich dann kein Kickers mehr geguckt habe und kein Fußball mehr gespielt habe, wo ich dann andere Sachen getrieben habe, Alter. Könnte so was Big P in der Vergangenheit ist, so. Ist interessant. Und aus dem Grund gucke ich auch manchmal so Instagram oder so nach ganz, ganz alten Leuten, ob die Instagram haben, die ich noch kenne. Ich weiß, dass viele, die ich kannte aus meiner Jugend, ich bin auf so einer Straße aufgewachsen, wo nur, was heißt nur Kinder gelebt haben, also ganz viele Kinder auch gelebt haben. Wir hatten so eine Riesengruppe, Mann, mit der wir mal abgegangen haben, so 40 Leute oder so. Und die haben dann auch noch Cousins mitgebracht und alles Mögliche. Viele davon sind im Gefängnis, Alter. Oder waren im Gefängnis auch. Viele haben den Sprung nicht geschafft, wieder ein normales Leben zu führen, ohne irgendwie wegzukommen davon, Scheiße zu bauen. Ich traue immer noch der Rollerzeiten hinterher, das waren die besten Zeiten. Immer auf Achse und Scheiße im Kopf, boah, ist so. Ich habe meinen Mofa-Führerschein, nennt man das ja, 25er, habe ich damals in einem Jugendzentrum gemacht bei einem Cop. Das war so ein Jugendzentrum, wo man ziemlich einfach den Mofa-Führerschein bekommen hat, so, weil da eigentlich nur Jugendliche waren mit krassen Problemen, um die von der Straße runterzuholen, so. Und da habe ich den Führerschein bei einem Cop gemacht, der sich da irgendwie drum gekümmert hat, wie so ein Streetworker. Das war eigentlich ganz gut, weil immer wenn ich Polizisten angehalten haben, haben die auf dem Führerschein gesehen, von wem der Führerschein ausgestellt wurde und so. Und das war halt ein Polizist. Aber das waren auch wilde Zeiten, Alter. Als ich den Mofa-Führerschein bekommen habe, am ersten Tag habe ich schon die Drosseln rausgenommen, 70 Kubik reingebaut und all so eine ganze Kacke, Alter. Bin ich da nochmal gefahren, hatte ich letztes Mal gesagt. Ah, wie hieß denn die scheiß Dings nochmal? Ich wollte immer eine Aerox haben, habe ich aber nie gefahren. Hab ich nie bekommen. Eine Aprilia SR habe ich gefahren. Eine wassergekühlte. Mit so einem Custom-Design von Spider-Man, Alter. Ich weiß gar nicht, wie schnell die gefahren ist. Ich glaube 100 oder so. Ah, Speedfight war doch die gefälschte Aerox, ne? Von meinem Bruder, der Kumpel hat eine... Boah, wie hieß der? Malagossi, Alter? Hieß das so? Warte. Malossi? Boah, ich weiß das nicht mehr wieder. Irgend so ein italienischer Roller war das. Der hat ja auch eine Blackbox verbaut und so mit einem Knopf an seinem Schlüssel. Malaguti, genau, Alter. Stimmt. Eine gelbe. Und mein Bruder hat eine Zip gefahren, eine Piaggio Zip. Auch alles aufgemacht, Alter. Komplett. Drosseln raus, 70 Kubik, alles, Alter. Gegendruckfedern, alles, Junge. Wie die Drossel mit Magneten. Hä, die Drossel musstest du so rausholen. Oder? Ja doch, die hast du so rausgeholt. Aus dem Vario-Kasten und so ein Scheiß. Der MBK Nitro wurde von der Aerox hergestellt, nix fake. Okay, aber die sieht genauso aus wie eine Aerox, ne? Junge, bin ich... Ich habe auch jedem die Vorfahrt genommen und so, Alter. Mir sind andere Autos hinterhergefahren und haben mich angehupt. Eigentlich richtig dumm, wenn man drüber nachdenkt, Alter. Weil da hätte alles passieren können. Aber damals wusste man das nicht besser. Ach so, elektronische Drossel. Richtig gefährlich gefahren, Alter. Andauernd auf irgendwelche Treffen gefahren und so. In Hamburg bei Ikea zum Beispiel. Aber den Roller habe ich irgendwann verkauft. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und ich sehe auch ganz wenig Roller nur noch draußen. Die Jugendlichen fahren das gar nicht mehr, ne? So diese 15-Jährigen. Ich hatte einen MBK Stunt, die haben leider. Hast du auch immer bei Scooter Attack Sachen bestellt, Schattenbund? Joe, danke für den Resub im dritten. Fahren jetzt E-Roller.
Auf dem Dorf sieht man noch genug Roller, aber ich bei mir nicht mehr. Bei mir im Dorf über Roller nur am Scheiße bauen. Ja. Ich glaube, das hat jeder Jugendliche irgendwo mitgemacht, oder? Hallo, Swiss TV, Bruder, dankeschön für den Prime und deinen Zinsen. Scooter Tuning is not a crime, Junge. Ja, Mann. Schön Downhill-Lenker und so dran gemacht, Alter. Ich bekomme von Scooter Tech heute noch Geburtstagswünsche. Was geht, QB? Gibt Scooter Tech überhaupt noch die Seite? Bestimmt, ne? So, wir gehen in eine Pirmes. Boah, das würde ich aber auch für einen GTA so getunte Roller. So Custom-Roller, Alter, das wäre richtig fett, Junge. Ich bin knapp über 16 für Roller. Echt, Oma, fährst du Roller? Warum auch nicht, ne? Ich hatte mir eigentlich auch immer vorgenommen, nochmal einen zu holen, so für den Sommer. Frag mal Juri, ja, aber warum sollte ich mir mit Kürzen einen Custom-Roller, Alter, in GTA holen, Junge? Und dann fährst du dann mit 70 km/h oder so über die Straße. Aber so einen Roller nochmal holen, Alter, und den bisschen Dings. Für den Sommer? Fieden. Wo ist mein Numpad? Hier. Wäre wild.